Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Ihr Mann, ein Reservist der israelischen Armee, wurde Samstag einberufen, ist seit Sonntagmittag wieder in Israel und musste sich dem israelischen Militär anschließen, sowie 300.000 Reservisten des Staates Israels. Und die Rede ist vom Ehemann der Wienerin Daniela. Und ich freue mich, Sie jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Hallo. Daniela, was haben Sie empfunden, wie Sie gesehen haben, dass bereits Samstagmittag, der Schock saß ja jeden eigentlich mit Verstand tief in den Knochen, der am Samstag schon gesehen hatte, was für ein schreckliches Terrorattentat die Hamas-Terroristen verübt hatten, dass Ihr Mann eingezogen wird? Und zwar am Samstag eigentlich noch nicht klar, was wirklich passiert. Zuerst habe ich es nicht geglaubt. Dann ist der Schock gekommen, dann habe ich angefangen zu weinen, während ich meinem Mann geholfen habe, einen Flug zu finden, der auch eigentlich praktisch unmöglich war, und die Sachen zu packen. Und dann war er eigentlich viel schneller weg, als dass ich überhaupt darüber noch nachdenken konnte. Ich war dann auf einmal alleine mit den Kindern. Und ja, und seitdem versuche ich einfach nur zu atmen und zu überleben. Ihr Mann ist Israeli, der aus Liebe nach Wien gekommen ist und wegen der Hochzeit und lebt seit ein paar Jahren hier. Was hören Sie von ihm? Im Moment haben wir eigentlich noch relativ viel Kontakt. Seine Einheit wartet auf Einweisungen. Es ist ja im Moment noch nichts wirklich los. Also das Militär macht sich bereit. Und ich kann natürlich nicht sonderlich viel wissen, was tatsächlich vor sich geht, aber ich weiß, dass er im Moment viel erreichbar ist. Das ist ein gutes Zeichen. Er tut mich aber auch darauf vorbereiten, dass der Kontakt jeden Moment abbrechen kann. Weil natürlich niemand weiß, wann wirklich eine Bodenoffensive beginnen könnte, wo mehr Soldaten auch in den Gazastreifen müssen. Jetzt sind Sie ja Wienerin, Sie sind in Wien geboren, hier aufgewachsen. Wie geht man mit so einer Situation um? Ich war noch nie in so einer Situation. Mir war immer bewusst, dass ich in so eine Situation reinrutschen kann. Also jedes Mal, wenn es in Israel gekriselt hat, waren die Gespräche da. Und mein Mann hat mir auch immer die Entscheidung überlassen, ob ich in Ordnung bin, dass er fährt oder nicht. Aber es ist nie dazu gekommen. Wie ich sonst damit umgehe, es sind sehr gemischte Gefühle. Ich bin am Boden zerstört. Ich bin keine alleinerziehende Mutter und trotzdem befinde ich mich auf einmal in der Situation, dass ich alleine für alle sorgen muss, für die Kinder. Ich bin berufstätig für die Arbeit. Ich muss mich in 10 Teilen und die Aufgaben von 2 Elternteilen gleichzeitig übernehmen. Gleichzeitig ist aber auch stolz auch dabei, weil mein Mann kämpft in dieser Situation nicht für ein Land, nicht für einen Staat, nicht für Politik oder Religion, sondern wirklich für Menschenrechte und gegen Terrorismus. Und das muss passieren. Und man kann sich dieser Verantwortung nicht entziehen, wenn er oder etliche andere sagen, ich nicht, weil bleibt niemand mehr übrig. Das heißt, er hat doch nicht gezweifelt, ob er hingehen soll, sondern er hat in dem Moment, war er davon überzeugt, dass er sich anschließen muss. Er war definitiv davon überzeugt. Er hat mir aber trotzdem die Entscheidung überlassen, ob ich das alleine auch hinbekomme. Und Sie waren auch überzeugt, dass es jetzt das Richtige ist, so schwer das für Sie jetzt auch ist und für die Kinder? Ich war davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Ich war nicht davon überzeugt, ob ich das hinbekomme. Ich bekomme sehr, sehr viel Unterstützung von Freunden, von der jüdischen Gemeinde. Ich habe täglich so viele Nachrichten, die ich nicht mal beantworten kann. Also ich fühle mich sehr alleine, aber gleichzeitig auch überhaupt nicht alleine. Und ich weiß, ich habe sehr viele Leute, an die ich mich wenden kann, wenn ich Hilfe brauche und auch wenn ich zerbreche und auseinanderfalle, was in den letzten 10 Tagen schon oft genug passiert ist. Sie sind jüdische Wienerin, normalerweise sage ich bei Menschen nicht die Religion dazu. In dem Fall muss ich es dazu sagen, weil es natürlich auch in Wien täglich
angebliche pro-palästinensische Demos gibt, die in Wirklichkeit den Hamas-Terror verniedlichen, die in Wirklichkeit gegen Israel sind. Und auf diesen Demos hat man natürlich auch Menschen auf Arabisch gegen Juden skandieren gehört. Ihr Mann hätte es verstanden mit Yahudi, was da alles gebrüllt wurde. Die österreichischen Behörden haben es offenbar immer noch nicht verstanden. Wie geht es Ihnen dabei? Es macht mir sehr, sehr viel Angst. Ich schicke meine Kinder nach wie vor täglich in den Kindergarten. Ich kenne sehr viele, die sich das jeden Tag von neuem überlegen, ob die Kinder zur Schule gehen können oder in den Kindergarten. Es ist surreal. Wir leben nicht in einem Land, wo Krieg herrscht, wo es für uns gefährlich sein sollte. Und dennoch haben wir auch im normalen Alltag unsere Sicherheitsmaßnahmen. Meine Kinder gehen in einen Kindergarten, der aus Beton gebaut ist, der zwei Sicherheitstüren hat und jeden Tag einen Sicherheitsmann und einen Polizisten. Es war einerseits beruhigend, andererseits auch erschreckend zu sehen, dass die normalen, unter Anführungszeichen, Polizisten gegen Spezialeinheiten ausgetauscht wurden. Mhm. Ich gehe wahnsinnig gerne im ersten Bezirk spazieren. Das ist meine große Liebe. Wien ist meine große Liebe und ich traue mich nicht mehr. Ich gehe von zu Hause zur Arbeit, von der Arbeit die Kinder abholen. Ich überlege mir 2-3 Mal, ob ich in koschere Supermärkte einkaufen gehen soll. Es ist wirklich, es ist eine surreale, einfach eine ganz neue Welt und das mitten in Europa. Also es fühlt sich sehr, sehr, sehr aussichtslos an auf einmal. Das heißt, diese Demonstrationen machen Ihnen zusätzliche Angst? Die Demonstrationen machen mir wahnsinnige Angst, weil es hält sie nichts davon ab, aus der Demo rauszukommen. Vor allem nachdem, also die erste Demo, die eben vor ein paar Tagen hätte am Stephansplatz stattfinden sollen und die verboten wurde und trotzdem hat die stattgefunden, trotzdem gab es Aufstände und ich denke mir, wenn sich hier auch nicht mehr niemand an die Regeln hält, was hält sie dann davon ab, noch weiterzugehen? Mhm. Wie ist jetzt, Sie persönlich haben Angst, Sie haben gesagt, Sie haben auch viel Unterstützung aus der jüdischen Gemeinde. Wie ist denn da die Stimmung? Ist das generell jetzt eine Stimmung der Angst, auch was Österreich betrifft? Definitiv. Also die jüdische Gemeinde in Wien, auch geografisch gesehen, liegt Israel sehr nahe. Wir haben alle Familie oder Freunde drüben und wir spüren alle, was passiert ist. Es ist sehr, sehr schwer, in so einem kleinen Land 1400 Menschen zu töten, ohne dass jemand zumindest jemanden kennt, okay, der davon betroffen ist. Ich habe auch von unseren Kindergärtnerinnen gehört, dass man es an den Kindern spürt, dass die Stimmung komplett gedrückt ist in jedem Haushalt. Es wird in den Synagogen, in den Schulen, es wird einfach ständig nur darüber gesprochen. Es gibt im Moment kein anderes Thema und es fühlt sich an, als wäre einfach das Leben von allen im Moment einfach komplett stehen geblieben, obwohl wir alle unseren Alltag weiterführen. Wir gehen alle zur Arbeit, wir schicken die Kinder zur Schule, aber man kann irgendwie nicht erwarten, dass daraus irgendwas qualitativ gut rauskommt. Wie alt sind Ihre Kinder? Meine Tochter ist 1 Jahr alt und mein Sohn ist fast 3. Mhm. Gut, mit einer Einjährigen kann man schwer darüber reden. Mit dem 3-Jährigen versuchen Sie da irgendwie zu erklären, wo der Papa hin ist? Er versteht es auch noch nicht so richtig. Ich sage ihm immer wieder, Papi ist auf Oma und Opa aufpassen gegangen. Mhm. Er fragt immer wieder nach ihm. Er freut sich, wenn wir videotelefonieren. Meine Tochter versteht natürlich nicht, was ich ihr sage, aber die Kinder spüren die Situation. Mein Sohn schläft auf einmal wieder bei mir im Bett. Mhm. Damit hat er komplett aufgehört. Er nimmt wieder den Schnuller, was er auch nicht mehr gemacht hat. Und meine Tochter hat Albträume und wacht ein paar Mal in der Nacht auf, was auch nicht der Fall war vorher. Mhm. Kennen Sie andere, die auch jetzt eingezogen wurden? Aus Wien gab es noch einige potenzielle Personen, die aus persönlichen Gründen nicht eingezogen werden konnten, denen es sehr schwer fällt, hier zu sein und einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Aber tatsächlich gefahren ist mein Mann ist der Einzige, der gefahren ist. Mhm. Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihren Freunden dabei, wenn Sie immer wieder diese Debatten hören, die ja teilweise hier geführt werden mit, der Terror, ich rede jetzt nicht von den
denen, die den Terror leugnen oder den Terror verharmlosen an sich, weil solche Leute sind nicht bei Verstand oder sind Terroristenbefürworter, sondern von jenen, die sagen, ja, aber. Ich finde, in dieser Situation gibt es kein Ja, aber, und es tut unheimlich weh, das zu hören. Natürlich gibt es immer Unschuldige auf jeder Seite. Mir tun die Frauen und die Kinder im Gazastreifen wahnsinnig leid. Aber nicht nur, weil sie unter diesen Umständen leben müssen, weil ihre Ehemänner und Söhne teilweise, Brüder, weil diese Personen zu Mördern und Vergewaltigern mutiert sind. Und diese Frauen haben auch so schon sehr wenig Rechte als Frauen in dieser Gegend. Und das Ganze macht das Ganze noch schlimmer. Und ihre eigenen Leute haben nicht darauf Wert gelegt, was mit denen passiert, was danach kommt. Weil es war klar, dass Israel das nicht einfach so stehen lassen wird. Mir blutet das Herz für diese Leute. Aber gleichzeitig denke ich daran, was ist mit unseren Leuten? Also es gibt kein Aber in dieser Situation. Terror ist Terror. Absolut. Auch in jeder anderen Stadt würde man nicht sagen, ja, aber. Ich wollte nur, dass das hier klargestellt wird. Jetzt sind Sie natürlich keine Politikerin, weder in Österreich und schon gar nicht in Israel. Aber was würden Sie sich wünschen, wie man das Ganze irgendwie auflösen kann? Ich war immer eine, die sich überhaupt nicht für Politik interessiert, weder hier noch dort. Es gibt natürlich Sachen, von denen kann man sich nicht ausklinken, vor allem in der israelischen Politik. Bis vor dieser Situation hätte es vielleicht noch Lösungen gegeben. Jetzt weiß ich nicht, was die Lösung ist. Und ich bin jetzt auch an einen Punkt gekommen, wo so viele Leute gestorben sind, wo ich denke, außer den Terror komplett zu vernichten, gibt es wahrscheinlich keine andere Lösung für beide Seiten. Nämlich auch die Palästinenser, die wahnsinnig armen Palästinenser leben und seit 20 Jahren und unter dem Terror der Hamas, die einfach keinen Wert für Leben hat, nicht für ihr Leben und nicht für unser Leben. Und das wird sich nur ändern, wenn das komplett vernichtet ist. Gut, dann Daniela, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute auch Ihrem Mann. Dankeschön. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.